So, der Thomas Bader wartet aufs Okay, auf die Startfreigabe für den Kurzflug in der Hochleistungswaffe Extra 330 SC aus dem Hause Walter Extra Fußballball. Smoke on! 330 PS. Und hinein. In die erste Senkrechte. 90 Grad nach oben. Jetzt wird gerollt. Über den linken Flügel geht's. Nein, Moment. Der Slide coming hinein. Bis zum Stillstand. Jetzt. Rücken flach trudeln. Mit voller Motorleistung. Und wieder senkrechter Abgang mit einer gesteuerten Roulette. Abfangbogen mit ca. 6 bis 7 G geflogen hinein. In die nächste 45 Grad Achse. Jetzt 90 Grad und jetzt wird gestoßen. Der sogenannte Longchowak. Diese Figur wurde von einem angetrunkenen Schäden bereits in den 1960er Jahren mit einer Slim konstruiert. Hiermit lässt sich das Flugzeug nur noch durch die Kreisekräfte des Propellers. Es liegt überhaupt keine Strömung mehr am Flügel an. Halber Looping, zwei gesteuerte Rollen, vollendet zum kompletten Looping und wieder hinein in die nächste Senkrechte. Und jetzt ein sogenanntes Männchen, das Flugzeug fällt drei Flugzeuglängen rückwärts. Flipp. Und wieder herausgerollt und hinein in die Box. Ganze gesteuerte Rolle links, 45 Grad, halbe Rolle in die Rückenlage. Und durchgedrückt zum halben negativen Looping. 45 Grad abwärts. Eine halbe gerissene Rolle in die Rückenlage. Das ist, was der Thomas hier macht, das ist Hochleistungssport, liebe Zuschauer. Hier bewegen sich die G-Belastungen zwischen plus 7 und minus 4 G. Und flach trudeln. Senkrechter Abgang. Man hört, wie die Propellerregler den Propeller immer nachregeln. Den Liebauer Constant Speed Propeller immer bei der rechten Drehzahl halten. Halber Looping. Ein sogenanntes Split S, halber Loop positiv, halber Loop negativ. Vollendet zum komplett geflogenen negativen Looping. Minus 4, minus 5 G liegen dann. Das heißt, dass der Pilot mit dem 4- bis 5-fachen seines Körpergewichts in die Gurte gezogen wird. Sehr unangenehm. Ja, weil auch das Blut natürlich in den Kopf gedrückt wird. Kann gefährlich werden, da muss man wirklich topfit sein, da muss wissen, was man tut. Gibt es da nicht den Blackout, da gibt es den Redout. Und wieder hinein in die Senkrechte mit Rollen. Jetzt hinein in einen Turn über den linken Flügel. Ins Drehmoment des Triebwerks, dann geht es einfacher. Wieder abgebrochen mit 7 bis 8 G geflogen und hinein ins nächste Manöver, 45 Grad. Jetzt kommt der 8. Looping. Sehr schön präsentiert mit Rauchunterstützung. Thomas Bader, extra 330. Thank you.
konstruiert wurde dieses Flugzeug von Walter Extra, einem ehemaligen Mitglied der Nationalmannschaft im Motorkunstflug. Genau, und zum Einsatz kommen die modernsten Materialien in diesem Flugzeug. Ursprünglich aus dem Segelflugzeugbau entwickelt und eingeführt. Kohlefasertechnik. Das ganze Flugzeug ist in einer Sandwich-Bauweise aufgebaut. Es gab sonst kein Flugzeug, das diese Belastung im Doppelsitz ausgehalten hat. Unglaublich, dass wir hier laufen, 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 laufen